Vergangene Woche rief mich abends eine aufgeregte Mutter an, deren Kind, sie hat mehrere Kinder, zu Hause vor Wut die Wohnzimmerscheibe eingetreten hat, weil sie nicht mehr wusste, wohin sie sollte mit ihrem angestauten Potenzial, weil sie zu Hause oft eingesperrt ist wegen der Corona-Krise. Eine Familie, die symbolisch ist für viele Familien, die es in unserer Gesellschaft sehr schwer haben. Seit 25 Jahren kämpft die Arche und auch ich gegen Kinderarmut. Morgen feiern wir unseren 25. Geburtstag und es war 25 Jahre lang eine große Herausforderung. Anfänglich war es so, damals gab es noch keinen Armutsbericht, haben alle gesagt, naja, Kinderarmut in einer Wohlstandsgesellschaft gibt es nicht. Im Jahr 2001 wurde der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung veröffentlicht. Damals gab es etwa 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Heute haben wir 2020, der Deutsche Kinderschutzbund hat ermittelt, dass über 4 Millionen Kinder allein in existenzieller Armut aufwachsen müssen. Das heißt, die Armutszahlen haben sich seit 19 Jahren fast verdreifacht. Die Geburten sind allerdings zurückgegangen. Das heißt also, wir haben gesellschaftlich, politisch wenig oder zu wenig unternommen, um uns für Kinder stark zu machen, die aus existenzieller Problemen kommen. Ich habe mich entschieden, nach 25 Jahren nicht mehr gegen Kinderarmut zu kämpfen, sondern Kinderarmut den Kampf anzusagen. Und aus diesem Grund wollen wir heute den 24.11. als Aktionstag gegen Kinderarmut und Ausgrenzung ausrufen, um zukünftig mit den verschiedenen Akteuren der Wohlfahrtsverbände, der sozialen Organisationen, der sozialen Einrichtungen an dem 24.11. etwas ganz Besonderes zu tun. Auf der einen Seite darauf hinzuweisen, was es bedeutet, für Kinder in Armut aufzuwachsen. Auf der anderen Seite viele Aktionen zu starten, die Kinder unterstützen und sie fördern. Es kann doch nicht sein, dass heute, in unserer heutigen Zeit, immer noch Kinder ungefrühstückt in die Schule gehen. Es kann doch nicht sein, dass Kinder abends hungrig ins Bett gehen und dass ihren Eltern das Nötigste fehlt zur Entwicklung ihrer Kinder, für die Versorgung ihrer Kinder. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie weit abgehängt viele unserer Kinder heute sind. Alleine das Homeschooling in vielen Familien hat überhaupt nicht funktioniert. Gerade bei bildungsfernen Familien, wenn alleinerziehende Mütter unter Umständen 3, 4, 5 Kinder haben, auf engstem Raum zusammenleben, digital nicht entsprechend ausgestattet sind, wie die Schulen es fordern und zu Hause ihre Kinder unterrichten müssen. Diese Kinder sind wieder in die Schulen gegangen und sie waren abgehängter denn je. Und wir erleben das heute auch während der Pandemie immer noch. Wir erleben auch viel Unverständnis bei den Kindern, wenn ihre Klasse in Quarantäne gesteckt wird und sie 14 Tage zu Hause bleiben müssen und ihre Geschwister aber in die Schule gehen dürfen und sie eingesperrt sind und nicht raus können. Wir brauchen eine Grundsicherung für Kinder. Deswegen fordern wir eine Grundsicherung von 600 Euro pro Monat für jedes Kind. Davon sollen 300 Euro in die Familien gehen, die dem Kind zugutekommen, und 300 Euro in das Bildungssystem. Denn heute ist es auch noch so, dass die Bildung abhängig ist vom Einkommen der Eltern. Auch das kann nicht sein. Wenn Kinder heute in Deutsch oder in Mathe gefördert werden in der Schule, dann ist es 1 Stunde pro Fach und Woche. Außerschulische Nachhilfe kostet alleine bei der Schülerhilfe 8,53 Euro. Das Bildungspaket, das die Bundesregierung vor einigen Jahren verabschiedet hat, gibt jedem Kind 15 Euro, das den Bedarf hat. Das würde bedeuten, dass nicht mal 2 Stunden außerschulische Nachhilfe von dem Kind genutzt werden können, damit es schulisch gefördert wird. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Können wir uns vorstellen, dass wir Kinder abhängen, dass wir Kinder auf der Strecke lassen? Wir brauchen dringend eine Grundsicherung. Mein größter Wunsch wäre, nicht noch mehr Archen nach 25 Jahren zu schaffen, sondern die Arche zu schließen, wenn es nämlich keine Kinderarmut mehr geben würde. Aber da es in Deutschland kein Konzept gegen Kinderarmut gibt wie in anderen Ländern, werden wir noch viele Jahre brauchen, diesen Kampf, diesen Krieg zu führen, damit es unseren Kindern in dieser Gesellschaft besser geht. Die Sparkassenorganisation, wie Sie wissen, meine Damen und Herren, ist immer nah am Menschen. Wir stellen Geld- und kreditwirtschaftliche Leistungen den Menschen in den Regionen zur Verfügung, bis hin, dass wir sie auch unterstützen bei der finanziellen Eigenvorsorge. Aber auch das gesellschaftliche Engagement ist uns sehr wichtig. Und in diesem Zusammenhang haben wir als DEKA bereits vor 12 Jahren in Frankfurt gemeinsam mit anderen Instituten am Finanzplatz einen Förderverein gegründet, um die Arche und ihre Tätigkeit dort zu unterstützen, den Freundeskreis der Arche, wie wir ihn nennen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist angeklungen, wir leben in einer ganz besonderen Zeit, in einer Zeit der Pandemie.
eine Zeit, die auch mit vielen Einschränkungen verbunden ist. Wir haben gerade aktuell viele Diskussionen über Einschränkungen beim Reisen, Einschränkungen beim Besuch von kulturellen Einrichtungen bis hin auch über Einschränkungen im Gastgewerbe. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt aber auch in einem wohlhabenden Land, wie wir es sind, immer auch viele Menschen noch, die diese Einschränkungen auch in normalen Zeiten haben, die es sich nicht leisten können, ins Restaurant zu gehen oder gar in den Urlaub zu fahren. Armut ist ein materielles Problem. Armut, und so sagt Herr Pastor Siegelko es aber auch immer, ist nicht nur ein materielles Problem. Armut hat viele Gesichter. Angefangen von einem emotionalen Mangel bis hin auch zu einer gewissen Armut an Perspektive, was sich häufig auch in einer gewissen Perspektivlosigkeit äußert. In der Zeit, in der wir uns heute aktuell befinden, in der Zeit der Pandemie, kann man sicher sagen, es ist eine Zeit, die uns alle fordert und auch herausfordert. Ich kann mich gut erinnern, zu Beginn der Pandemie in den Monaten März und April, als ich in vielen Gesprächen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch Vater und Mutter sind, berichtet bekam, wie herausfordernd es ist, zu Hause alles unter einen Hut zu kriegen, den Beruf auszuüben, die Kinder zu erziehen, die Schule zu unterstützen über digitale Kanäle und das alles übers Homeoffice. Und gerade die Kolleginnen und Kollegen in unserem Institut, wie ja sicher in vielen anderen Instituten, haben gerade wieder die Sorge, dass es zu entsprechenden Schließungen kommt, zu Schließungen der Kindergärten oder auch zu Schließungen der Schulen. Es sind aber Kolleginnen und Kollegen, die gut ausgebildet sind, die stabil im Leben stehen, die in stabilen Verhältnissen sind und trotzdem gehen sie an die Grenzen und manche darüber hinaus. Und auch das ist gerade vorher angeklungen, wie geht es da den Kindern und den vor allem jungen Menschen, die in vielleicht weniger stabilen Verhältnissen unterwegs sind, wenn die Schulen zu sind, wenn die Kindergärten geschlossen sind oder wenn Institutionen wie auch die Arche geschlossen sind. Und dementsprechend kann ich Herrn Siegelko nur recht geben, wenn er sagt, Kinder sind nicht ein Thema der Zukunft, vielleicht sogar ein Problem der Zukunft. Nein, Kinder aus meiner Sicht sind ein Thema der Gegenwart. Und es ist sicher ein Stück unsere Verantwortung, diesen jungen Menschen eine Perspektive zu geben, denn die Perspektive von diesen jungen Menschen ist ja auch am Ende eine Perspektive von uns. Ja, soweit die Pressekonferenz zum Thema Kinderarmut. Und in Dormagen begrüße ich den Präsidenten des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers. Herr Hilgers, woran merke ich denn eigentlich in Pandemiezeiten Kinderarmut? Weil man könnte ja denken, wir können nicht reisen, wir können weniger kaufen, dass da sich das alles ein bisschen nivelliert. Naja, das nivelliert sich überhaupt nicht. Also gerade im Bildungssystem ist es ja so, dass in der Zeit von März bis Juni hinein die Kinder aus armen Familien völlig abgehängt waren. Viele von ihnen hatten kein Endgerät, um am digitalen Unterricht teilzunehmen oder auch nicht mal einen WLAN-Anschluss, wenn sie denn ein Endgerät hatten. Und waren schon deswegen außen vor. Und die Schule selbst, die Bildungsinstitutionen, waren nicht in der Lage, auch mit den Dingen so umzugehen, wie es notwendig gewesen wäre. Und wenn jetzt weitere Einschränkungen kommen, die sicherlich wegen der Pandemie notwendig sind, wie die Teildigitalisierung von Unterricht, dann werden es wieder die armen Kinder sein, die am stärksten betroffen sind. Und es wäre dringend nötig, dass wir die von der Teildigitalisierung ausnehmen und dass Kinder, die besondere Förderbedarf brauchen in unseren Schulen, dann auch weiter in die Schulen kommen können. Also da plädiere ich sehr für, denn wir verlieren ohnehin sehr viel im Moment im Bildungsfortschritt. Und dass wir so viele Kinder jetzt ausschließen, das ist nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Problematik, und die wir gerade momentan beobachten, dass das Infektionsgeschehen rund um Corona auch und sehr stark an Schulen stattfindet. Wie will man das unter einen Hut bringen? Weil das ist ja genau das, was man vermeiden möchte.
Naja, da habt ihr ja erst heute Morgen oder gestern der Bundesverband der leitenden Kindererzieher in Deutschland eine veröffentlicht, dass von den getesteten Kindern, Schulkindern, von weit über 100.000 getesteten Schulkindern nur 0,5%, weniger als 0,5% infiziert waren. Das ist die geringste Rate von allen Testergebnissen. Und deswegen würde ich dem jetzt nicht zustimmen, was Sie sagen. Aber trotzdem ist es richtig, dass wir auch die Schulen in den Blick nehmen, dass die Schulen besser ausgestattet werden, von Lüftungsgeräten bis hin auch zu den Möglichkeiten, eben über Teildigitalisierung den Unterricht zu entzerren, auch die Fahrt zum Unterricht zu entzerren. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Sehen Sie, wenn nach Maßnahmen gesucht wird, die wirkungsvoll sind, dann empfehle ich dringend, dass das Homeoffice weitgehend auch verpflichtend vorgeschrieben wird. Dass immer noch die Bussen und Bahnen in deutschen Großstädten jeden Morgen voll sind, dicht gedrängt, die Menschen da drin stehen, weil die ins Büro fahren. Das kann nicht in Ordnung sein. Das müssen wir entlasten, auch der Kinder wegen, die in die Schule fahren, die auch in überfüllten Bussen sind. Und da sehe ich das Ansteckungsrisiko wesentlich größer als bei einem mit einem guten Konzept durchgeführten Unterricht. Ich möchte noch mal auf die Situation der Kinder direkt eingehen. Kinderpsychologen sagen ja, dass die Kinder von Corona zwar betroffen sind, dass aber keine langfristigen Schäden, gerade psychologischer Art, zu beobachten sind. Heißt das im Umkehrschluss, dass wir unseren Kindern vielleicht gar nicht genug zutrauen, dass wie die mit der Pandemie umgehen, sondern dass wir unsere eigenen Ängste zu sehr auf die Kinder übertragen? Also ich traue unseren Kindern sehr viel zu. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Kinder es schaffen werden, auch die Belastungen durchzustehen, wenngleich es auch sehr viel unsinnige Vorschriften gegeben hat. Denken Sie alleine an die Verfügungen, die viele Gesundheitsämter in Deutschland verschickt haben, wo Kinder innerhalb des eigenen Haushaltes, auch 4- oder 5-Jährige, isoliert werden sollten, ins Kinderzimmer geschickt werden sollten in dieser Phase dann versorgt werden mit dem Essen, indem man das Essen vor die Tür des Kinderzimmers durchstellt. Solche Grausamkeiten sind nicht nötig. Auch die diskutierte Kontaktregelung ein Kind zu einem Kind führt ja zu tränenreichen Zurückweisungen. Auch das ist nicht nötig. Insbesondere, wenn sich 5 Erwachsene treffen dürfen, versteht man die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Aber ansonsten sind viele Kinder auch so stark. Aber eins muss man auch sehen, die Situation ist auch sehr unterschiedlich. Ob ich jetzt einen Garten habe, ein Haus habe und die Kinder können dann draußen auch auf dem eigenen Grundstück spielen, ohne dass es viele Kontakte gibt. Oder ob ich in einem Wohnblock wohne, 10, 12 Geschosse mit 100 Wohnungen. Und die sind auch dann meistens, gerade für die ärmeren Familien, sind das kleine Wohnungen. Und dort hängen die sich auf der Pelle. Das führt zu Konflikten und das führt zu Auseinandersetzungen. Und wenn man dann im Homeoffice ist, dann hat man auch noch ein Kind, das digitalen oder 2 oder 3, die digitalen Unterricht hat. Und dann hat man nur einen PC, weil einem der Arbeitgeber nur einen Stick mitgegeben hat. Und dann werden die Konflikte in einer solch engen Wohnung auf die Spitze getrieben. Und deswegen müssen wir genau, gerade was das Thema Kinderarmut angeht, auf diese Kinder einen vorsorgenden, fürsorglichen Blick haben in dieser Zeit. Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, herzlichen Dank für das Gespräch nach Dormagen. Danke.